Hallo, wir nehmen wieder auf und veröffentlichen das auf YouTube und Pro. Und wer jetzt nicht dabei sein will, darf jetzt gehen. Aber danke für euer Einverständnis. Und ja, die zwei haben sich gerade interessant ausgetauscht, während ich Max mit der Matratze geholfen habe. Und vielleicht helfen Sie mir nochmal schnell, was Sie überhaupt gesagt haben. Und ich glaube, Dober Blödi wollte sprechen. Vielleicht kann er ja kurz zusammenfassen, auf was er eingeht. Tausend Dank. Genau, nee, kann man sich ja das Video eben einfach anschauen noch. Genau, also erstmal so, ich glaube, mit diesen Gefühle unterdrücken und wegmachen, das ist eh eine scheiß Idee und es klappt auch nicht wirklich. Man verdrängt dann halt einfach nur und bla. Ist es vielleicht, wenn man es lernt, nicht so vulnerabel zu sein und nicht immer so nur so krass reagieren zu müssen, kann ein Skill sein, um sich vielleicht in gewissen Momenten erstmal um neu bewerten zu können und besser an die Problemlösung ranzugehen im Endeffekt. Und im Endeffekt, also ich glaube, wahrscheinlich ist nur Verständnis für das Gegenüber eine Möglichkeit, sich dann, also so eine Sachen zu lösen. Was ich vorhin noch im Kopf hatte zum Thema Narzissmus, anscheinend ist Narzissmus zum Teil ein Werkzeug der Selbstwerterhaltung und also, dass man anfängt, dass wenn man die Unfähigkeit hat, mit gewissen Sachen sich auseinanderzusetzen, was ja auch wieder was mit Verdrängung zu tun hat, anfängt halt mit Narzissmus quasi sich ein bisschen so seine eigene Welt aufzubauen. Also weil Narzissmus wohl nicht nur so verstanden wird, dass es irgendwie, man steht vorm Spiegel und betrachtet sich, also es ist dann so das Sinnbild davon und findet sich so toll und schön, sondern aber auch, dass man quasi sich so ein bisschen so seine Welt aufbaut oder sowas. Und das hat halt irgendwie, das ist halt eigentlich ein Art Trick der Psyche, um zu verhindern, dass man halt zum Beispiel zerbricht an der Realität, weil man halt eigentlich eine Unfähigkeit hat, die zu ertragen oder sie zu verarbeiten auf eine Art und Weise. Also das fand ich einen interessanten Aspekt, der eigentlich bei Narzissmus mit reinspielt oder so. Und ja, was für mich auch mit der Begrifflichkeit irgendwie, ich habe die auch noch, ich muss sagen, ich habe Narzissmus auch noch nicht hundertprozentig, ich kann es noch nicht ganz greifen, aber ich kriege mittlerweile eine bessere Vorstellung vielleicht davon, was es bedeuten kann. Also wenn man jetzt mit einem Psychologen reden würde, der das krass gelernt hat oder sowas. Ja. Gut, das war's fast eigentlich auch schon zu dem Punkt. Ja. Okay, keiner mehr da im Moment. Ja, okay, also das ist wahrscheinlich, vielleicht müsste man auch noch differenzieren zwischen Egozentrik und Narzissmus oder so. Ja, spannendes Thema auf jeden Fall. Fällt mir jetzt aber gerade im Moment auch nichts mehr zu ein. Und ist es jetzt so, dass du aufhören musst bald, weil Dings schlafen will? War das so zu verstehen? Ich habe deinen Anfang nicht ganz mitbekommen, was du gesagt hattest. Ich hoffe nicht. Ich wollte nur, ich musste halt, oder ich habe ihm jetzt geholfen, den Schlafraum freizuräumen oder die Schlaffläche. Und deswegen konnte ich leider nicht Lappenohrs Antwort oder sowas hören. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Danke. Und das war halt also absolut kein Zeichen von Desinteresse. Und ich freue mich schon, mir das auf Video anzuhören. Und Lappenohr, du bist jetzt relativ frisch in der Beziehung oder kriselt es schon wieder und die hört gerade auf? Oder nee, es war halt einfach, ihr hattet halt einfach ein generelles Gespräch über alles. Und so, interessant. Ja. Ja, Ja. egal, Mann. Also, wenn es dich interessiert, also ich komme aus einer 8-jährigen Beziehung mit einem alkoholkranken, depressiven Menschen, der mich und meine Familie eigentlich ziemlich runtergerockt hat, ohne dass ich es gemerkt hätte. Also es gibt ja, es gehören ja mal zwei dazu. Und da stelle ich jetzt einfach gerade fest, dass diese Ex-Beziehung sozusagen im Moment wirklich krass an der neuen rüttelt, weil dieser Mensch einfach so komplett anders ist als mein Ex-Freund. Und da muss ich mich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen und es ist interessant zu sehen, was das an mir halt gemacht hat, so, ne? Dass ich halt einfach eben nicht mehr so für mich selbstständig sein kann oder was heißt selbstständig? Also nicht von mir überzeugt bin halt einfach, ne? Nicht von mir überzeugt bin und immer wieder in dieses Muster reinfalle, dass ich Bestätigung von meinem Freund haben muss, dass er mich auch noch will
dass ich so besonders toll bin. Hin und wieder fällt mir das dann wieder ein, dass ich mich echt frage, sag mal, also wer ist der eigentlich und wer bin ich eigentlich? Also ich bin doch liebenswürdiger Mensch letzten Endes und das spielt doch überhaupt gar keine Rolle, ob ausgerechnet diese Person mich jetzt gut findet oder nicht. Das ist doch vollkommen uninteressant. Das ist doch das Wichtigste, dass also ich mit mir im Reinen bin und im Klaren bin und so weiter. Und also interessanterweise ist das halt das, was mein Freund von mir im Grunde abfordert, so mit mir im Reinen und im Klaren zu sein. Und das führt halt zu Verwirrungen letzten Endes. Also Louis weiß das. Ich bin ein Mensch. Ich habe unglaublich viele Menschen um mich herum, so und im Grunde, ich habe mal gesagt, ich bin eigentlich wie so ein altes Herrenhaus, ne? Da sind ganz viele Zimmer und in jedem Zimmer, das ist so thematisch, der eine macht Musik, der andere schreibt, der andere, keine Ahnung, ist intellektuell, die anderen sind halt asoziale Säufer, keine Ahnung, und ich geister halt so durch das Haus und gehe einfach die Leute besuchen. Und jetzt ging das Gespräch ging im Grunde genommen darüber. Und ich habe das völlig missverstanden, dass ich im Grunde meine Freunde besuchen gehe, auch stundenlang dann einfach nicht bei meiner Familie hier bin oder so. Und ich habe meinen Freund so verstanden, dass er mir vorwirft, dass ich fremdgehen würde. Und nee, der sagt aber, dass, so meint er das gar nicht. Der sagt, im Grunde genommen sagt er mir, ob das eigentlich sein kann, dass ich quasi davor weglaufe, mich mit mir selber zu beschäftigen, ob ich einfach dann zu dem nächsten gehe, um mir eine Bestätigung für mich abzuholen. Und das ist ein ziemlich interessanter Aspekt, wirklich interessant, weil im ersten Moment denkst du dir natürlich, boah, warum vertraut er mir denn nicht, bla bla bla, bis ich das mal gecheckt habe, was der jetzt eigentlich von mir will. So, ne? Und das ist eine Überlegung wert, mal drüber nachzudenken, ob das sein kann. Ja, dass ich wirklich, wenn das bei dem einen nicht klappt, eben halt, ich sage jetzt mal ganz doof, in dem einen Zimmer der intellektuellen Gespräche nicht funktionieren, dass ich dann halt mich in das Säuferzimmer setze und dann halt da eben mitmache. Und also mein neuer Freund zwingt mich im Grunde genommen dazu, wirklich mal auf mich zu schauen. Der ist wie ein Prisma, der teilt meine persönlichen Aspekte ganz einzeln auf und die muss ich mir dann mal angucken. Und das ist wirklich spannend. Ich hoffe, der hält das lang genug durch, bis ich fertig bin mit mir und einigermaßen klarkomme. Ja, ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Nee, gar nicht. Ich denke mir so, uiuiui. Interessant, viele Themen und Sachen. So angefangen vom Anfang, was du meintest, dass man halt aus seinen alten, ja nicht Routinen, ich hatte ein anderes Wort im Kopf, Gewohnheiten und so erstmal rauskommen muss, aber von den Prägungen der alten Beziehungen, die man dann so mitnimmt in die neue Partnerschaft, was ja schon mal so ein Thema für sich ist, was aber auch so super spannend ist wahrscheinlich, weil du dann erstmal merkst, was in den Jahren davor mit dir abgelaufen ist oder wie durch den Kontrast dann halt dich selber nochmal ganz oder die Sache nochmal anders wahrnehmen kannst. Und ich fand die Bilder voll schön, die du benutzt hast mit diesem durch die Räume gehen und dass man so verschiedene Räume hat. Also ich glaube, also ich kann mich da auch ganz gut drin wiedererkennen. Ich glaube, das ist ja auch eigentlich eine ganz coole Sache, so wenn du, also vermute ich gerade, ich fand das eigentlich ganz schön, so dieses, dass man so. Ist ja auch ein bisschen so, dass man so verschiedene Leute vielleicht auch zum Teil hat für verschiedene Sachen. Und das ist vielleicht auch super spannend, sich dessen bewusst zu werden, weil zum Teil benutzt man ja vielleicht auch Leute, was ja jetzt auch nicht nur negativ ist, so für gewisse Sachen. Du hast halt, wie du meintest, deinen einen, der vielleicht mit dem hast du immer intellektuelle Gespräche, der andere, da kannst du einfach abschalten und stumpf halt auch mal saufen und dir halt leichte Kost reinknallen oder geben und ein anderer ist halt Musiker oder sonst was. Und, ja, interessant. Natürlich war dann halt auch jetzt gleich der Gedanke, dass wenn, wo du meintest, hoffentlich hält er mich so lange aus, bis ich mit mir im Klaren bin. Wo dann natürlich da war dann gleich so in meinem Kopf, ja, wäre es nicht erstmal schlau gewesen, überhaupt erstmal mit dir klarzukommen, bevor man eine neue Beziehung startet. Aber ich kann natürlich auch mir vorstellen, dass wenn man halt wirklich beide cool sind und bereit sind, an sich zu arbeiten und all das, dass halt gerade auch sich dieses gegenseitige Martern vielleicht halt auch oder nicht martern, zur Sache bringen, also weiterbringen. Natürlich auch funktionabel sein kann. Und also, ich habe also einerseits ist es dieser Gedanke im Kopf, man muss mit sich selber klarkommen, bevor man eine Beziehung eingehen kann, wobei ich da auch denke, wann ist man denn mal an dem Punkt in seinem Leben, dass man mit sich völlig im Reinen ist oder so. Das ist natürlich auch so eine komische Vorstellung und irgendwie auch eine Illusion zum Teil. Und
Partnerschaft ist ja immer Arbeit und Entwicklung. Und das ist ja eigentlich fast das Wertvollste einer Beziehung, wenn man das halt hinkriegt. Also erschien mir zumindest kurzzeitig so oder auch immer noch zum Teil, glaube ich, ja. Also von dem her, ja, sehr cool. Schön, wenn, oder der wünsche ich dir, dass du jetzt einen Partner gefunden hast, der zu deinem neuen Lebensabschnitt vielleicht passt und irgendwie dich weiterbringt. Und umgekehrt natürlich genauso. Also spannend. Ja, interessant. Ja, das war es erstmal an meinen Eindrücken gerade zu dem Thema. Ja, ich war wieder kurz, musste ihm oder habe ihm was erklärt bezüglich Schlafen und Aufstehen und bla. Aber also tut mir voll leid, dass nicht das interessiert und ich habe auch was mitgekriegt. Und ja, ich finde es auch schön und interessant, was du erzählt hast, Lappenohr. Und ja, wie man halt, also ich weiß nicht, ob wir vor einer Weile mal gesprochen hatten und du mir quasi den Eindruck gesagt hast, dass. Also ich glaube, da hast du schon mal von dem Thema geredet und ich glaube, zu der Zeit hattest du quasi noch nicht deinen Freund so verstanden, wie du ihn jetzt verstanden hast. Und so wie du ihn jetzt verstanden hast, ist da halt quasi gar kein Vorwurf. Und davor hast du, wenn ich dich richtig verstehe, halt nur den Vorwurf darin gesehen und warst dir halt sicher, dass dir ungerechtfertigterweise ein Vorwurf entgegengebracht wird. Und jetzt hast du scheinbar verstanden, dass es ganz anders ist und er dir halt also halt er dich mit einer gewissen Frage konfrontiert, die dir interessant scheint und irgendwie neu oder so. Ja, und das ist halt cool, wie Kommunikation laufen kann und wie man Sachen total vorwurfsvoll interpretieren kann und abwertend und wie sie es vielleicht gar nicht sind und vielleicht schon, je nachdem, wie tief man blickt. Ich habe voll die seltsame Sache mit meinem mitbewohnermäßigen Typen. Wahrscheinlich wird er nicht mein Mitbewohner. Und ja, ich hatte voll die seltsame Sache mit meiner Bezugsgruppe, wo die ewig gleichen Konflikte sind. Ich hoffe, das macht Sinn, dass ich hier so springe. Die Klimaschutzbewegungsbezugsgruppe, wo ich dann auch diese Frau eingeladen habe, in die ich mich auf eine Art verliebt habe. Und also, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen soll, aber also in der Telco, die wir hatten, habe ich die eine Person auf Widersprüche hingewiesen und sie will die Widersprüche nicht anhören und ist dann getriggert. Und die andere Person, in die ich verliebt bin, hat ihre Partei ergriffen. Und mir ging es einfach darum, hey, lass halt hinterfragen eure Position. Also die eine hat halt gemeint, für sie ist Feminismus ultra wichtig und irgend so ein Typen, auf den ich hingewiesen habe, der ist super scheiße aus ihrer Sicht und sie wollte da auch nicht weiter in die Tiefe gehen, beleuchten. Und ich habe halt gemeint, naja, also wenn jemand das halt nicht will, dann mein Weg ist halt so, zwei Leute beleuchten halt so lange, bis sie feststellen, warum sie verschiedener Meinung sind. Und wenn eine Partei das nicht will, dann geht halt von dieser Partei keine Lösungsbereitschaft aus. Und dann fanden die das total abwertend und vorwurfsvoll und so, dass sie immer die Blöden sind, wenn sie nicht meiner Meinung sind. Dann stelle ich sie als doof dar. Und dann hat eine dritte Person gemeint, ach Luis, du machst immer diese Schwierigkeiten. Und dann habe ich später mit der dritten Person alleine gesprochen. Und er hat halt voll eingesehen, dass, wie ich das sehe, und er war halt einfach nur müde und war eigentlich meiner Meinung, aber es kam so rüber, als wäre er der Meinung der anderen. Und ja, aber ich habe es wahrscheinlich schlecht erklärt und vielleicht tue ich den anderen auch Unrecht, weil die noch nicht die Gelegenheit hatten, sich jetzt selber dazu zu äußern. Aber es ist einfach super witzig, wie man halt irgendwelche Sachverhalte deuten kann und wie sie immer wieder neue Deutungen erfahren, je genauer man guckt oder möglicherweise. Ich hoffe, das macht Sinn. Dankeschön. Ja und nein. Also wir wissen wenig Zusammenhang, wenig Kontext halt letzten Endes. Ja.
Also interessant ist auf jeden Fall, wie Kommunikation funktionieren kann und den Aspekt, den du sagst, wenn von der anderen Seite halt ein klares Nein, das ist so nicht, kommt, dass die Lösungsbereitschaft da eventuell nicht gegeben ist. Und das ist interessant, weil ich bin ja letzten Endes der großartigste Verfechter von Perspektivenwechsel und so weiter, ne? Dass das halt alles immer eine Frage des Standpunktes ist und wie schwer einem das dann doch selber fallen kann, wenn man in einer konkreten Situation ist, wo man möglicherweise wirklich dann seine so eine Meinung einfach so hat, ne? Und ja, in Wirklichkeit ist das aber so, dass man echt anhören sollte und versuchen sollte, so ein Goodwill einfach zu entwickeln, dass der andere, jetzt speziell in seiner Partnerschaft, ja einem auf jeden Fall nicht ans Bein pissen will. Und wenn man immer noch das Gefühl hat, der will einen ans Bein pissen, hat man es offensichtlich noch nicht so ganz verstanden halt, ne? Dann nochmal nachzufragen. In eurer Gruppe ist es ja auch im Grunde, seid ihr da auch Partner, ihr seid ja keine Gegner dort. Das ist ein interessanter Aspekt, einfach mal zu überlegen, solange wie da noch ein Konflikt ist, ob man das entweder nicht verstanden hat, ja, oder einfach die Perspektive nicht entsprechend einnehmen kann. Wobei dann natürlich auch immer noch im Raum stehen kann, dass man sagen kann, nee, ich sehe das aber von dieser Seite aus, ne? Und dann steht da aber halt nach wie vor, dass halt im Grunde genommen, egal von welcher Seite man drauf guckt, das Ding immer das Gleiche bleibt halt, ne? Also die Bereitschaft dazu, auch die andere Seite gelten zu lassen, letzten Endes. Ganz kurz, krasses Gleichnis, dass egal von welcher Seite man guckt, das Ding das gleiche ist. Also klingt so, als würde das stimmen. Andererseits gibt es ja auch diese optischen Täuschungen oder halt diese Effektbilder, wo du irgendwie so und so guckst und das ist eine alte Frau und dann guckst du aber anders und das ist eine junge Frau oder das eine ist eine Vase und das andere sind zwei Gesichter. Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Und ich glaube, so gesehen ist ja auch ein Ding, je nachdem, wie man es betrachtet, keine Ahnung. Ein Stein ist halt für uns ein Stein und für irgendwelche Bakterien ist es halt ein Planet vielleicht, die in dem Stein sind. Und für ein Tier ist der Stein halt, hat halt eine ganz andere Bedeutung. Und für irgendein Atom ist es halt irgendwie leer oder so, zu 90%. Ich weiß nicht genau, ihr wisst schon, die Atomkerne oder so. Ja, danke. Ja, sorry, ich glaube, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Eieiei. Luis, sein Grinsen, sehr lustig. Ja. Außerdem habe ich ein bisschen Hunger und Durst und müsste vielleicht auch mal aufs Klo. Ja, schon wieder eine abgefahrene Zoom-Konferenz mit Höhen und Tiefen und ja. Ja, Mann. Aber schön, Lappen, auch mal mit dir ein bisschen zu reden. Irgendwie, ich hatte das Gefühl, die letzten ein, zwei Mal, das letzte Mal warst du einfach weg, was ich ziemlich schade fand. Da bist du irgendwie nach draußen gelatscht, glaube ich, und irgendwie auf einmal war die Verbindung weg oder so. Oder ich habe irgendwas nicht mitbekommen. Erschien mir zumindest so. Und ich glaube, irgendwann hatten wir auch schon mal das Vergnügen und da war dann, ich weiß gar nicht, was da war. Aber auch egal. Ja. Ja, beim letzten Mal war tatsächlich einfach die Verbindung plötzlich weg und hat sich dann nicht mehr wieder aufgebaut. Und das fand ich auch total scheiße. Also, und ich finde das auch eine total geile Sache. Richtig, macht richtig Laune, weil das einfach voll vielfältig ist und einfach auch mal spannend mit völlig fremden, ich sag mal, fremden Menschen. Ich sag schon mal Tschüss, ne? Ciao, Jan, noch rein. Ich fahre, ich gehe in 5 Minuten, ne? Alles klar. Mach's Alles klar. gut. Ciao. Ciao. Sorry, mein Sohn hat Besuch und er geht jetzt. Ja, also mit quasi fremden Menschen sich auszutauschen und dann halt eine, also eine ganz andere Ansichtssache vielleicht nochmal zu bekommen oder nochmal eine andere Draufsicht zu kriegen. Das finde ich voll schön eigentlich. Voll gut. Gefällt mir. Sehr schön. Ja, finde ich auch spannend. Tendenziell hat es auch Ansätze einer sehr
chaotischen Therapiegruppe. Und ich mag halt den Reiz eigentlich auch immer. Also so zum Beispiel mit tendenziell, so bei ganz Fremden finde ich halt immer, da könnte man das halt immer hardcore nutzen, dass man halt super ehrlich und krass direkt ist, weil man sich ja eh tendenziell nicht kennt oder die Anonymität da ist, was dann gewisse Sachen halt noch viel cooler machen könnte, weil man sich viel krasser, direkter Sachen einfach sagen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass man irgendwie Verluste hat oder komisch, also weiß ich nicht, wenn man es halt jetzt auf eine coole Art und Weise machen würde. Und klar, okay, ich kenne Lou und manchmal kommen halt Leute wieder, die man schon gesehen hat hier. Aber tendenziell ist es, ja, ganz tendenziell hat es was Lustiges, so therapiegruppenmäßig oder so. Aber so weit würde ich auch vielleicht nicht wirklich gehen. Oder doch, oder ich bin hin und her gerissen. Ja. Ja, so in der Art habe ich das auch schon vorhin so gedacht. Das hat schon so ein bisschen was von so einer crazy Gesprächsrunde oder so therapeutischen Wert. Das finde ich aber irgendwie gerade cool und ja, finde ich einfach gut. Und ja, gut, mit Luis habe ich halt auch schon so telefoniert und das ist für mich einfach ein total wichtiger Kontakt. Und was ich noch mal einwerfen wollte, ich weiß nicht, ob er gerade zuhört, aber eben diesen, oder du hattest das vorhin, glaube ich, gesagt, halt, ne, dass man mit sich selbst erstmal fertig werden soll, bevor man eine neue Beziehung eingeht. Interessant ist, dass man, also sich, wenn ich jetzt alleine für mich bin, also ich habe mich im Prinzip letztes Jahr im Mai schon getrennt, das ging aber dann ein paar Mal hin und her, weil mein Ex dann doch irgendwie gesagt hat, er geht in Therapie und dann hat man ja doch wieder die Hoffnung, wie ist das? Und Hickhack, aber ich habe im Grunde seit Mai lebe ich hier alleine und habe ihn halt quasi ausquartiert. Und man verhält sich doch wirklich nochmal anders, wenn man mit sich alleine ist. Und tatsächlich ist es dann auch deutlich einfacher so, weil man sich eben nicht permanent irgendwie doch nochmal reflektieren muss, weil es doch so, wenn der andere da ist, man hat da doch irgendwie einen Spiegel dann immer wieder. Und deswegen kann man eigentlich gar nicht wirklich fertig sein mit sich, so bevor man was Neues startet. Ja. Ja, mit sich fertig sein ist ja eh, also klingt sehr ambitioniert. Und der Prozess, mit sich fertig zu werden, wird ja auch vorangetrieben, indem man, ohne mit sich fertig zu sein, schon mit anderen Leuten in Beziehungen geht oder sie vertieft. Aber halt vor sich selber zu flüchten, mit anderen, ja, funktioniert halt so lange, wie es funktioniert, und irgendwann funktioniert es nicht mehr. Ich finde auch voll spannend, dass halt Leute, keine Ahnung, wenn die immer mehr Medikamente nehmen, um halt irgendwie das Symptom immer krasser zu bekämpfen und schaffen, sich nicht mit der Ursache auseinanderzusetzen, falls es sowas gibt. Das ist so ein Klischee. Ein Kumpel von mir, seine Mutter, ist halt nur auf Antidepressiva und hat hier und da Selbstmordversuche und hängt nur auf der Couch und kriegt halt Tabletten und Tabletten gegen Nebenwirkungen und bla. Naja, an sowas denke ich. Ansonsten finde ich es halt total super, so eine Therapiegruppe zu haben. Also halt, oder dass diese Gruppe auch therapeutische Dimensionen hat. Wenn du von Anfang an dabei gewesen wärst, Lappenohr, Blödi hat sehr kreativ und richtig Psycho, ja, einfach verschiedenste Sachen gesagt über die Hater und über Hitler und über Frauen und über, er ist ja auf eine Art Dichter und Battle-Rapper und kann, ja, provozieren. Und ja, spannender Switch, wo wir jetzt hier sind. Ja, vielen Dank auf alle Fälle. Hat natürlich ein bisschen so die Komponente der extra Gefahr. Eigentlich ist ja eine Therapiesache immer in einem sehr geschützten Raum. Und jetzt packst du es halt auf YouTube und irgendwelche Typen vom Pro sehen das und doxen uns früher oder später wahrscheinlich alle. Und also, wenn man jetzt mal so von so Filme, die man schieben könnte,
sich erdenkt. Ja, und trotzdem macht es halt auch Spaß und alles. Im Endeffekt ist ja alles nur absurdes Gerede oder halt auch nicht. Und manchmal erreicht es lustige Tiefen. Keine Ahnung, Mann. Ob sich das überhaupt jemand anschaut und am Ende hat 6 Klicks. Und wer weiß, ob es in 5 Jahren einer sieht, der das voll geil findet und sich drüber freut. Schwer zu beurteilen. Vor allem zwischen den 500.000 Videos, die du bis dahin gemacht hast, dann dieses hier zu finden oder so. Oder generell zwischen den Trilliarden Videos, die es gibt. Naja. Lustig, lustig. Dann gibt es da so ein, zwei Hater auf dem Pro, die alles aufschreiben, so wahrscheinlich gegen uns verwenden werden. Gibt es denn einen Link oder irgendwie hast du das denn von letzter Woche oder da vor der Woche, weiß ich jetzt nicht mehr, schon verwurstet und irgendwo hochgestellt oder was? Also den Teil mit dir habe ich nicht hochgestellt, weil du ja das nicht wolltest. Und es gibt, also ja, ich kann dir dann einen Link schicken für die Sachen, die es schon gibt, beziehungsweise, also am einfachsten ist es, wenn du meinen YouTube-Kanal guckst und ich schicke dir den Link dafür oder ich schicke dir den Link für ein Video und dann findest du die anderen dort auch. Aber ich kann dir auch alle schicken, wenn du damit nicht zurechtkommst. Und ja, und also die Sache mit Undergaster. Das ist auch jemand vom Pro, die hat 55 Views gehabt. Und die anderen haben so, als ich geguckt habe, 12 Views oder 6 oder sowas gehabt. Ja. Und ich frage mich auf eine Art natürlich auch, wenn das so bleibt mit den Videos, mit 4 Views und einem View. Also ist natürlich irgendwie schon ziemlich unangemessen, so viele Videos hochzuladen und je mehr es werden. Das begünstigt nicht unbedingt die Klickhäufigkeit. Aber ja, das sind alles schwierige Fragen, vor denen ich stehe. Und damit beschäftigst du dich hauptsächlich, also tagsüber sagst du, bist du draußen am Kramen und am Rödeln, wie viel Zeit du hast, dann auch noch dich mit sowas zu befassen. Finde ich echt spannend. Ja, aber schick mir bitte mal irgendwie das ein oder andere dazu, das würde mich ja schon mal interessieren. Und ja, schade, dass das vorher noch nicht so ganz geklappt hat immer. Aber weißt du, letzten Endes dieses ganze Gelaber so, ne? Ich komme ja wieder zu dem Punkt, immer wieder dann zu dem Punkt. Mit diesen ganzen Hirnströmungen und was man sich da alles so einbaut und die Hirnfix, die man sich gibt, ey, einfach mal mehr meditieren, ohne Scheiß, echt. Also meine Schwester, die meditiert jetzt mal so jeden Tag und der geht das wirklich besser, weil man da sich immer wieder dann zurückfindet und einfach mal begreift, dass das einfach alles gar nicht stimmt, ne? So Thema Universum, Gedönse und halt, ne? Dass das alles eine Illusion ist. Also in Wirklichkeit passiert das ja alles gar nicht. Und auf diese Erkenntnis komme ich ja immer wieder, wenn ich mich mal ganz kurz wieder besinne. Nicht zuletzt dank dir, Luis. Und ja, einfach mal mehr in sich gehen. So, ja. Ah. Irgendwas vergesse ich von den Sachen, die du gesagt hast. Also, ja, meditieren auf eine Art finde ich es irgendwie interessanter, quasi durch Tätigkeiten meine Gedanken zu beobachten und halt dabei aktiv zu sein. Ja. Aber ist vielleicht ein individueller Weg und möglicherweise eine Schwäche, dass ich es nicht mache und möglicherweise eine Schwäche, dass Leute es nicht durch die Aktivität hinkriegen. Schwer zu sagen alles. Und ach so, ja genau, wie viel Zeit ich so verbringe. Vielleicht habe ich die Frage rausgehört. Also ich verbringe ein bisschen Zeit damit, neue Lieder zu lernen und die Playbacks zu machen. Und also oft ist es so, dass ich halt, also ich stehe mal kurz vor 8 auf, dass ich dann so bis 10, 11 Videos mache. Und dann habe ich jetzt angefangen, während ich die Videos gegenhöre, ob sie gut sind, dabei aufzuräumen. Und jetzt war halt total viel in der letzten Zeit,
im letzten Monat wahrscheinlich, dass halt Leute hier sind zu Besuch und es dann irgendwie sich lohnt, halt die Zeit zu nutzen fürs gemeinsame Arbeiten. Und ja, also auf eine Art, wenn man die Videos auch als Arbeit sieht, bin ich ziemlich fleißig. Ja, und das ist ziemlich schön. Ja. Ja, Mann, ich glaube, ich werde mich mal rausklinken. Ich bin auch müde und nicht mehr bei der Sache so. Das ist, glaube ich, nicht so cool dann. Ja, Mann, war wieder lustig. Zum Teil auch komisch von mir auch aus, meine ich jetzt. Keine Ahnung, Mann. Ja, dann vielen Dank. Schönen Abend euch, Mann. Und lasst euch gut gehen. Gehabt euch wohl. Sau cool, Mann. Alles Beste. Vielleicht bis nächste Woche und so. Sehr gerne. Schlaf gut. Ja, danke. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Lappenohr. Bleibst du noch? Oder bist du müde und gehst du auch ins Bett? Erzähl also mir schon. Ich bin schon müde, aber ich weiß nicht, wenn du jetzt noch einen fesselnden Themenvorschlag hast. Nein, ich kann im Moment nur mit mir selbst aufwarten und mit den Dingen, die mich beschäftigen und was die aus mir machen. Ja, ist ja vielleicht fesselnd. Ja, also wie gesagt, wo kann ich denn jetzt hier das Video einschalten? Dann würde ich das vielleicht auch mitmachen. Ach so, aber also im Moment läuft ja noch die Aufzeichnung. Ach so, das auch noch. Ja. Sollen wir die unterbrechen? Oder wollen wir schauen, was passiert? Finde ich natürlich am spannendsten. Ja, wir können das, ja, wenn du das noch verwursten willst, dann lassen wir das Video halt aus, aber dann siehst du mich halt nicht, dann musst du dir das vorstellen. Genau, mache ich. So, das sind ja tolle News bei dir. Und macht sie denn auch Anstalten, dich toll zu finden oder so? Keine Ahnung. Also sie hat halt immerhin gesagt, dass sie ja, also mich näher kennenlernen will, aber sie meint, sie ist in einer Situation, in der sie niemand anderem was geben kann. Sie will nicht gerettet werden. Und ich glaube, sie hat irgendwas Bindungsstörung gesagt. Und ja, und also sie ist halt, also wir sehen uns halt nur in der Bezugsgruppen-Telco. Und da sie halt quasi so wenig Interesse zeigt und jetzt auch ich das halt irgendwie ziemlich widersprüchlich und enttäuschend fand, ihren Ansatz, dass sie halt nicht bereit ist zu hinterfragen und so oder in der Situation nicht bereit war. Ja, also hat sich da auch auf meiner Seite zu diesem ursprünglichen Gefühl ziemlich viel anderes dazu entwickelt. Und also ist halt, also war halt quasi während der zweiten Videokonferenz wurde mir das halt klar, dass da dieses Gefühl sein könnte, was halt total flüchtig und bla ist. Da habe ich sie noch nicht mal von Kopf bis Fuß gesehen. Und ja, aber also ist auf alle Fälle eine lustige Erfahrung. Und ja. Ja, spannend. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall da gutes Gelingen und dass es was Positives für dich raushaut. Wo ja, kommt sie denn hin? Also ist denn da die Chance, dass ihr euch live und in Farbe auch mal seht? Also ich kann mir schon vorstellen, ich glaube, sie wohnt nicht so, so, so weit weg. Ich schätze mal 100, 200 Kilometer. Vielleicht auch 250, 300. Aber ich meine, da müsste sich halt von ihrer Seite scheinbar sehr viel Interesse und ja, das Gegenteil von Sozialphobie entwickeln, wenn ich das richtig deute. Und ja, also es muss sehr viel passieren und ist nicht so realistisch, glaube ich, aber kann halt ein interessanter, ja, eine interessante Erfahrung, eine interessante Bekanntschaft sein oder ist es schon, ja. Und ich finde halt spannend, wie, welche Form, welche immer neue Form Liebe für mich annimmt und wie ich halt scheinbar
immer weniger Ansprüche entwickle, was mir halt mehr Frieden gibt und weniger Enttäuschung. Und gleichzeitig habe ich halt irgendwelche Ansprüche und sehe, wie die in mir toben und wüten, was halt, also was halt eindrucksvoll und lächerlich und interessant ist. Ja. Und wenn ich dann doch mal die Rechte treffe, das wäre sehr interessant. Das ist überhaupt mal eine interessante Frage, ne? Warum hat man überhaupt das Bedürfnis, sich mit jemandem zusammenzutun oder was soll das eigentlich werden, so, ne? Also ich finde das wirklich gerade interessant, was bei mir jetzt hier in meinem Leben gerade so in dem Sinne abläuft, weil also ich habe mit meiner Therapeutin natürlich auch darüber gesprochen mal und sie sagt, also im Grunde genommen versuche ich etwas, also wie so wie diese Steckspiele, ne, für Kinder mit dem Kreis und dem Dreieck und dem Quadrat, wo die das durch die Öffnung, die entsprechende Öffnung stecken müssen, dass ich halt im Grunde versuche, irgendwie Situationen in meinem Muster durchzudrücken. Und da habe ich gesagt, nee, im Grunde ist das aber andersrum. Ich habe jetzt eine völlig freie Situation und mein Muster versucht sich da reinzudrücken irgendwie. Das ist, also mein Muster und meine Störung in diesem Sinne, Angst, das ist eine Angststörung, versucht diese Situation ja so hinzubiegen, dass das auf jeden Fall wieder ins Schema passt, so ungefähr. Und das finde ich ja total interessant eigentlich so, ne? Weil aus was für Gründen, also ich habe es ja jetzt hier geschafft, hier dann gelebt mit meinen Kindern und irgendwie habe ich es ja irgendwie hingekriegt. Jetzt ist Andreas in meinem Leben und plötzlich habe ich wieder das Gefühl, dass es total wichtig, dass der mich liebt und bla und einer da ist, weil ich ja irgendwie anscheinend alleine nichts gebacken kriege. Und das finde ich voll spannend, dass das sich immer wieder so einklingt, so, ne? Weil, also, was soll das? Das finde ich, also, ne, die Frage, warum tut man sich denn mit jemandem zusammen? Die Intention war ja jetzt nicht zu sagen, irgendwie, ich tue mich mit, damit er mich rettet und meine Familie alles wieder gut macht oder sonst was. Nein, die Intention war ja eigentlich, oh geil, ein Mensch auf Augenhöhe, mit dem macht das Leben mal Spaß. Und kaum ist er da und sagt, jo, machen wir. Habe ich das Problem und sag so, ja, man kann das eigentlich sein, dass du mich überhaupt nicht liebst? Und der fragt sich, ja, genau, ich liebe dich gar nicht, deswegen mache ich mit deinem Sohn das Zimmer, deswegen bin ich eigentlich jeden Tag hier. Das mache ich alles hauptsächlich deswegen, weil ich dich überhaupt nicht leiden kann, so, voll klar. Das ist echt bescheuert, ey. Das muss mal aufhören. Das kann mal weg. Ja, sowas Ähnliches meine ich mit diesem, wie die Erwartungen in einem wüten und sowas. Doof, ne? Also Vielleicht ich finde das einfach. gibt es einen Weg, wie man das halt nicht doof finden kann, sondern bestaunenswert oder so. Ja, also nach meiner letzten Depri-Abfahrt oder so habe ich mir eigentlich ja vorgenommen, weil das ja auch schon wieder Teil der Depression ist, dass man sich dann da hinsetzt und sagt, boah, ich bin so kacke, ne? Ich bin schon wieder so abgeraucht. Und dann einfach das zu akzeptieren, dass man einfach so ist. Wenn man einfach eben so ist, so zu akzeptieren und Sorry, ganz kurz, weil wir fliegen gleich aus dem Raum. Ich mache den dann neu auf, ja? okay. Weniger als eine Minute. Sorry. Danke, bis gleich. Also, ich habe Ich mache mal schon jetzt.